Hey Clash, eine neue Herausforderung befindet sich im Spiel und natürlich wie immer zeige ich euch den einfachsten Weg, um diese auf 3 Sterne zu bekommen, sodass es am Ende bei euch genauso aussieht wie bei mir hier gerade. Aber natürlich, bevor wir uns das Ganze anschauen, ein kurzer Hinweis meinerseits. Und zwar, falls ihr euch Angebote aus dem Shop oder zum Beispiel den neuen Event Pass oder den neuen Gold Event Pass kaufen solltet, um mehr der neuen Ressourcen zu bekommen, dann benutzt ihr gerne euren Lieblings-Creator-Code. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet und diesen Kanal, dann sehr gerne den Code EZU. Aber lasst uns starten. Das Ganze wird eine ganz, ganz ruhige Nummer. Das bedeutet, wir starten erstmal am Anfang zwischen dem Inferno-Turm und zwischen Rathaus wird ein Sprungzauber gesetzt. Dann langsam Richtung Außen gegangen und dort setzen wir den König. Wichtig ist, König und die Fähigkeit sofort hintereinander zünden, sodass der König direkt groß wird und mit seinem Flächenschaden anfangen kann. Wichtig hierbei ist auch, dass ihr ihn nicht beim Schneemann setzt, sondern wirklich dort, wo ich ihn markiert habe. Der nächste Schritt für euch ist, sobald der König sich entschieden hat, ob er nach oben oder nach unten läuft, nutzt ihr 3 Superbomben. Den Inferno-Turm hier dabei jeweils immer gefrostet halten, sodass euer König am Ende nicht zu viele Trefferpunkte verliert. In der Theorie könnt ihr alle 5 Frostzauber hier benutzen. Wäre natürlich besser, wenn ihr einige für hinten raus noch übrig habt, dann wird das Ganze ein bisschen leichter. Aber wie bereits gesagt, wenn ihr am Ende, ja, so 2 oder sowas in der Art nur übrig habt oder noch einen, ist das am Ende kein Problem. Aber wirklich wichtig hierbei ist, dass euer König am Ende am Leben bleibt. Der braucht nicht 4 Leben, es reicht lediglich, dass er am Leben bleibt. Jetzt, sobald das Rathaus gefallen ist, wartet ihr ab. Läuft er nach oben, läuft er nach unten. Das kann jeweils bei euch unterschiedlich sein. Und sobald ihr seht, wo er hinläuft, gespiegelt ihr das Ganze natürlich dementsprechend. Bei mir läuft er nach oben, das heißt, ich nutze meine Eisgolems, meine ganzen Wurzelreiterinnen und 2 der Headhunter auf die gegnerischen verteidigenden Könige. Jetzt nutze ich in 3 der 4 Ecken die Mauerbrecher. Hierbei ganz wichtig, ihr nutzt die Ecke oder nutzt bei der Ecke, wo ihr nicht reingegangen seid, dort benutzt ihr keine Mauerbrecher. Das heißt, wenn euer König nach unten gelaufen ist, dann auf der ganz linken Seite benutzt ihr keine Mauerbrecher. Super wichtig zu beachten. Ansonsten, Superbahn ist von der oberen rechten Seite mit dazu. Der Frostzauber einfach auf den Inferno-Türme oder eher gesagt die Frostzauber, die ihr übrig habt. Wie bereits gesagt, falls ihr keinen übrig haben solltet, geht das Ganze trotzdem durch. Keine Angst. Wie bereits auch am Anfang gesagt, das Wichtige ist, dass euer König am Anfang überlebt. Mehr ist an sich erstmal nicht dabei zu beachten. Denn hinten raus, ihr seht es auf jeden Fall gerade, Kopfwicker noch mit dazu gesetzt. Und damit hat das Ganze schon mal eine sehr, sehr schöne 3-Sterne-Variante hier für euch gezeigt. Goblins sind am Ende aus nur für die Lager. Und das letzte Lager, also dort, wo ihr mit eurem Angriff endet, das wird am Ende geöffnet von euren Wurzelkriegerinnen. Wie gesagt, die Ecke wird nicht geöffnet, wo ihr am Ende euren König nicht hingelaufen lassen habt. Das heißt, vom Rathaus, wenn er nach unten läuft, dann macht die linke Ecke nicht auf. Wie bei mir, vom Rathaus nach oben, dann macht die untere Ecke nicht auf. Ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das Video geholfen hat, diese wunderbare Herausforderung zu bewältigen. Wir sehen uns natürlich später wieder mit dem nächsten Clash-Video. Bis dahin wünsche ich euch etwas Wunderprächtiges. Haut rein und natürlich tschö, tschö.